Bei mir ist Benny Blanco, der Manager vom Herausforderer von Granit Schaller, beziehungsweise auch vom anderen Titelkämpfer um den EBU-Champion im Schwergewicht morgen, und zwar Oleksandr Zachouchi. Was kannst du denn sagen, vor allen Dingen denjenigen, die ihn noch nicht so gut kennen, Oleksandr? Ist ein riesengroßer Schwergewichtler, 2,7 Meter, ist ungeschlagen, 18-0, 18 Siege, 0 Niederlagen. Und ja, die besten Gegner waren vielleicht bisher Evgenios Lazarides, Ex-Europameisterschaftsherausforderer von Agit Kabayel. Kevin Johnson, auch ein Ex-Gegner von Kabayel, die hat Alexander besiegt, ist ungeschlagen, 18-0, kommt aus der Ukraine, wie die Klitschkos, wie Usyk, und will der nächste große ukrainische Schwergewichtler werden. Und viel mehr werden wir morgen dann sehen, falls er Europameister wird. 14 Knockouts auch noch dazu bei diesen 18 Siegen. Ja. Und natürlich auch, er hat schon Sparring gemacht mit Usyk oder auch mit anderen Größen, mit Ngannou zum Beispiel auch. Wie sehr hilft das auch in der Vorbereitung für so einen Kampf, um auch da zu sehen, wo liegt denn die ganz große Messlatte? Es ging ja über Jahre bei ihm. Also er hat über Jahre die Besten der Welt gespart, im Ring gestanden. Wladimir Klitschko ging es los, Tony Joka, Olympia-Goldmedaillengewinner, Alexander Povetkin, Olympia-Goldmedaillengewinner, Djololov, Olympia-Goldmedaillengewinner, Agit Kabayel, Usyk, vier Camps. Also er stand mit allen eigentlich im Ring, Ngannou zweimal. Und inwieweit das dann hilfreich ist für diesen Kampf spezifisch, wird man sehen. Ich denke, über die Jahre sich so zu entwickeln, ist sehr, sehr wichtig. Und jetzt, denke ich, ist auch eine Sache des Stils. Granit hat ja auch über Jahre hart gearbeitet. Wie würdest du seinen Stil beschreiben auch? Also, wenn man kennt natürlich aus der Ukraine den Stil von Usyk, von den Klitschkos und so weiter. Wo reiht sich Oleksandr Zachouchi da ein? Ich denke mal, es spielt ja auch so von der physischen Veranlagung immer eine große Rolle. Er ist 2,7 Meter groß, das heißt, er sollte und kann auf Distanz eigentlich gut boxen gegen kleinere Schwergewichtler. Ist aber auch ein Typ, der fightet. Er ist auch zweifacher ukrainischer Meister im Ringen. Er hat viele MMA-Kämpfe auch gemacht, Kickbox-Kämpfe gemacht. Also ist schon trotz seiner Größe eben nicht unbedingt nur der Techniker, sondern kann auch fighten und liebt auch den Innenkampf und bringt eigentlich alles mit. Der nächste ukrainische große Boxer zu werden. Letzte Frage, worauf dürfen sich die Boxfans, auch die deutschen Boxfans, morgen freuen? Ich denke, eine spannende Boxnacht, ein richtig spannender Europameisterschaftskampf. Wir haben Granit Schaller, 15 Siege, 0 Niederlagen aus München, mit einem geilen Team hinter sich, der einen großen Traum hat, der jahrelang hart dafür arbeitet, morgen die Chance seines Lebens kriegt. Es geht um die Europameisterschaft im Schwergewicht, wenn man die letzten 5 Champions anguckt. Man hatte Tyson Fury, Kubrat Pulev, Robert Helenius, Joe Joyce, Agit Kabayel, den ich jahrelang da hingeführt habe und begleitet habe, wir dann den Sprung an die Weltspitze jetzt durch Saudi-Arabien geschafft haben. Und morgen steht eigentlich genau das auf dem Spiel für beide, Granit und Alex, beide ungeschlagen. Beide hatten noch nicht so richtige Maßstäbe als Gegner im Ring, also ist es wirklich auch ein Test für beide. Beide haben das erste Mal, sage ich mal, einen ungeschlagenen, richtigen, willigen Gegner vor sich, der auf Biegen und Brechen gewinnen will. Würdiger Titel, Europameisterschaft, der Gewinner ist Europameister im Schwergewicht und wird ganz bestimmt danach, genau wie Kabayel es dann auch gemacht hat, den nächsten großen Sprung machen. Also fürs deutsche Boxen ein besonderer Kampf, eine besondere Konstellation. Ich auf der einen Seite als Deutscher, Ingo Volkmann als deutscher Promoter auf der anderen Seite, Granit Schaller als deutscher Boxer, Alex als Ukrainer. Gibt es eine große Geschichte mit Deutschland. Die Klitschkos haben hier jahrelang das Boxen dominiert und Alex hat auch lange in Deutschland gelebt. Und deswegen besondere Konstellation, sportlich geil, macht Spaß. In Berlin, der Hauptstadt Deutschlands, mehr geht doch nicht. Also eine große Boxnacht morgen. Live einschalten, sag du wo. Super, freue mich drauf, genau. Wo kann man live gucken? Auf dem Argon-YouTube-Kanal bei Fight24.